Hallo meine Lieben, so heute kommt mein Hitzetipp für mehr Gelassenheit. Also es ist heiß, wir schwitzen und wir schauen, dass wir uns so kühl wie möglich halten. Und gleichzeitig haben viele von uns das Gefühl, dass wir irgendwo stagnieren. Diese Hitze bringt das mit sich, dieses Gefühl von Stagnation, von niedergedrückt sein für ganz viele. Ja, und vielleicht habt ihr gerade Urlaub und könnt den ganzen Tag in den See tauchen. Das ist fein, genießt es. Aber andere müssen arbeiten, ja, oder andere müssen kreativ sein. Andere müssen dafür sorgen, dass Geld ins Haus kommt. Und das bringt uns manchmal dazu, in diesem Gefühl des Niedergedrücktseins zu glauben, dass wir nicht genug tun. Ja, wir müssten doch, aber es ist so heiß. Und das ist so symptomatisch für ein Gefühl, das wir nicht nur haben, wenn es heiß ist, sondern immer dann in diesen Momenten, wo alles zu stagnieren scheint. Also diese Hitzeperiode gerade ist für mich so eine wunderbare Metapher für dieses Gefühl, es steht alles gerade. Und ich möchte euch einladen, dieses Gefühl willkommen zu heißen, es anzunehmen, nicht dagegen Widerstand zu haben, nicht dagegen zu kämpfen, sondern es anzunehmen als etwas, das euch weiterhilft. Ja? Weil es gibt diese Phasen im Leben, unser Leben ist eine Wellenbewegung, auf und ab, Phasen von großer Aktivität, Phasen von Ruhe. So, ich möchte euch einladen, dieses Gefühl, wenn ihr das gerade habt, der Stagnation, des Niedergedrücktseins, alles hält, alles pausiert, das zu genießen, anzunehmen, zu empfangen und darauf zu vertrauen, dass das positiv ist. Weil alles ist positiv. Wir müssen nur den richtigen Blickwinkel drauf haben. Manchmal müssen wir unseren Blickwinkel um 180 Grad verändern, um es so zu sehen. Aber das sind immer die Gelegenheiten, wo wir wachsen. Also, wenn ihr euch jetzt gerade so fühlt, wie ich es beschrieben habe, nehmt es an, empfangt es, gönnt eurem Körper alles das, was er braucht, die Ruhe, das Kühlsein, das Zurückziehen. Und betrachtet es vielleicht als eine Art von Kreativität, die entstehen kann aus dem Nichts, wenn wir zurückgeworfen sind auf uns, auf die Ruhe und wenn wir gar nicht mehr können, wir können gar nicht mehr herumwuseln, wir können gar nicht mehr alles erledigen, wir können gar nicht mehr das tun, was wir tun sollten. Nehmt das nicht als Blockade, sondern nehmt das als Einladung an euch selbst, zu euch selbst zu kommen und ins Vertrauen zu kommen, dass das vielleicht eine Art Wellental ist, das uns unterstützt dabei, mit der nächsten Welle zu reiten. Ja? Also, das ist mein Tipp für mehr Gelassenheit, denn wenn wir in diesem Empfangen, in diesem Vertrauen sind, in dieser Annahme, in dieser Hingabe, dann kann in uns das wachsen, was als nächstes kommen soll. In der nächsten Welle, beim nächsten Wellenkamm, ja, wenn wir in uns etwas entdeckt haben, was uns Freude bereitet, während wir in der Ruhe waren, dann können wir, wenn diese Welle sich wieder bewegt, darauf reiten und das Neue ins Leben bringen, das wir in der Stille entwickelt haben. Ja, so, also es ist heiß und gönnt euch und euren Körpern das, was ihr jetzt braucht und was eure Körper brauchen und vertraut darauf, dass es nur die Ruhe vor dem Sturm ist. So, habt eine feine Zeit und wenn ihr mehr Tipps für Gelassenheit und Glück braucht, ich habe zwei Bücher dazu geschrieben, meine Reise zur Gelassenheit und du musst nicht glücklich sein, aber du kannst. Und da gibt es noch ganz viele kleine Schätze, die ihr für euch mitnehmen könnt und die euch dazu bringen und die euch dabei helfen, mehr Gelassenheit mit euch und der Welt zu haben und mehr Glück, weil das eine bedingt das andere. Ohne Gelassenheit kein Glück, ohne Glück keine Gelassenheit. So, habt einen feinen Abend, wo immer ihr seid und macht's euch kühl.